Hallo ihr Lieben und guten Morgen. Wieder ein kleiner spontaner Vlog für euch. Ich habe gerade erfahren, dass man im Bus und Bahn ab heute keine Maske mehr tragen muss. Wie geil ist das denn? Ich kann es gar nicht glauben. Weiß da jemand was von euch drüber? Ja, das wollte ich euch nur gerne mitteilen. Ich sitze übrigens gerade auf dem Balkon, ich bin alleine, Robert hat Frühschicht, habe schon das halbe Bad geputzt, habe die ganze Nacht durchgemacht, weil ich bis um 5 Uhr morgens, heute Morgen nicht einschlafen konnte. Dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr hinlegen, kann ich direkt anfangen im Bad. Ja. Und jetzt kommuniziere ich gerade mit jemandem. Gestern Abend habe ich noch lange mit Max telefoniert, das war auch schön. Ja, und ich werde nachher schon direkt anfangen, das Mittagessen zu kochen. Bei mir gibt es heute seit ewigen Zeiten mal Kartoffelbrei. Also Kartoffelerbsenbrei habe ich ja ab und zu mal gemacht, aber das ist schon noch mal was anderes. Den will ich mit veganem Drink machen. Und ich habe noch einen Teil Bohnen da, grüne Prinzessbohnen, also diese dünnen, langen. Und die werde ich mit Knoblauch anbraten. Also so mache ich das immer. Und ich habe aber auch noch Tofu da und habe auch Lust auf Tofu. Oder, nee, ja, entweder brate ich Tofuwürfel dazu oder ich mache, ich habe noch zweierlei veganes Hack da. Einmal das herkömmliche Sojahack und noch ein Rest von dem Hack mit, wie heißt es? Die Müdigkeit. Jackfruit, genau. Ja, das hatte ich ja mal einmal probiert, aber es hat mir zu echt nach tierischem Hack geschmeckt. Aber wenn ich das mische, könnte es ja gehen. Und dann eine braune Soße dazu, genau. Das wäre auch lecker. Ja, ich glaube, ich mache das. Schon schön dann für über den Kartoffelbrei eine braune Hacksoße. Dann die Böhnchen dazu. Ja, und ich werde, denke ich, heute im Laufe des Tages nicht fitter werden. Deswegen denke ich, ist es vernünftig, damit nachher gleich mal anzufangen. Zumindest schon mal die Kartoffeln vorzubereiten und zu kochen. Die Böhnchen auch. Ja, und die Soße kann ich auch schon vorbereiten. Und dann muss ich nur noch den Brei dann machen, wenn ich dann wieder Hunger habe. Und ja, mach den mit ein bisschen heißem Haferdrink, dann wird das wieder warm, weil bis dahin sind die Kartoffeln ja vielleicht schon kalt. Ja. Ja, die Haare habe ich mir auch schon über der Badewanne gewaschen, weil seit ich so viel Dreadlocks, ja. Gaia schimpft immer, wenn ich das falsch ausspreche. Dreadlocks. Ja, seit ich so viel Dreadlocks habe, dauert das ewig, bis die mal trocknen. Also deswegen ist das vernünftig, die früh morgens zu waschen. Wenn ich Glück habe, sind sie dann am Abend trocken bei den Temperaturen. Also in der Wohnung ist es ja warm, ne? Ja, es sind jetzt echt schon einige mehr mittlerweile. Ich hatte die Haare zwischendurch auch mal nachgeschnitten. Moment, ich nehme euch mal mit rein. Mir wird es nämlich hier doch langsam zu kühl. Also ich saß hier, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ach so, ich zeige euch aber mal eben, wie es bei uns gerade aussieht. Echt krass. Normalerweise sieht man da eine riesen Wiese und Häuser da hinten und dann eine Wiese, die nach oben geht und die ganzen Wälder hier. Jo. Heute Fehlanzeige, weißer Nebel und Schnee. Der Schnee will irgendwie nicht mehr weg aus diesem Dörfchen. Immer wenn er angefangen hat zu tauen, dann gibt es wieder Neuschnee. Ja, wie schön, wenn man dann in einer warmen, trockenen Wohnung lebt. Sehr, sehr angenehm. So, jetzt sieht er mich mal wieder normal, also ohne Schal.
Ja, da wo die Haare nochmal, also wo keine Dreadlocks sind, die sind schon trocken, ne? Aber hinten ist alles noch kalt. Ja, was kocht ihr denn heute Leckeres? Wenn ihr mögt, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Und die Türe, die ich hochgeholt habe, ist nicht die richtige. Ja, die ist unten zu kurz. Das heißt, sie ist unten noch ein ganzes Stück offen. Ja, und ich nicht so K.O. wäre jetzt, weil ich die Nacht durchgemacht habe, dann würde ich die andere auch noch hochholen. Hat es erst überlegt, ob ich es mache, aber ja, ist halt schon sehr anstrengend. Dann hätten wir zumindest schon mal beide oben. Dann dürfte der Robert heute, wenn er nach Hause kommt, dann die andere Türe hier auch gerade noch mit einbauen. Da würde er sich sicher sehr drüber freuen. Ey, das ist so geil, da die Tür da drin ist, auch wenn sie unten noch offen ist. Dadurch höre ich halt immer noch was von ihm. Aber ist schon sehr gedämpft, ja. Und jetzt naht ja das naja, doch bald das Wochenende. Und da kann es gut sein, dass sein Sohn wieder zu uns kommt. Ich denke es mal, ja. Ja, und wenn er da ist, dann ist es deutlich lauter hier. Und Robert hört auch deutlich lauter sein Kinofernsehen. Jo. Genau. Das soll jetzt kein ewig langer Vlog werden, sondern nur ein Schneeflöckchen für euch. Ja, wieder mal so ganz spontan. Ach ja, morgen habe ich vor. Bisschen rüber, so ist schöner. Morgen habe ich vor, nach Lörrach zu fahren, weil ich da was Wichtiges auf der Post zu erledigen habe. Das wäre zwar auch auf der Post in Schopfheim möglich, aber da würde es zu lange dauern. Und dann werde ich auch in Lörrach direkt einkaufen, beim Aldi und beim DM. Den DM hat es ja nicht in Schopfheim. Und ja, also je nachdem, wie ich mich halt morgen fühle, da ich ja zum dritten Mal sage ich es jetzt, die ganze Nacht durchgemacht habe, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen kann ich das jetzt noch nicht beurteilen. Ja, dann je nachdem, wie ich mich fühle, habe ich dann noch vor, in der Innenstadt dort, also direkt beim Bahnhof, da hat es jede Menge Geschäfte, einen speziellen Bastelladen aufzusuchen und mich dort beraten zu lassen. Ja, und je nachdem, was die so da haben, werde ich dann da schon einiges kaufen für das, was ich demnächst vorhabe. Ich habe mir nämlich heute Nacht etwas überlegt, nachdem ich ein spezielles Video angeschaut habe, also kein spezielles. Es hat mir einfach ein Video von einem jungen Pärchen angezeigt und da habe ich mal reingeschaut, das hat mir direkt gefallen und ich habe den Kanal sofort abonniert. Ja, und habe dann da noch in der Videobeschreibung ein bisschen durchgestöbert und habe da was entdeckt und das hat mich auf eine Idee gebracht. Ja, und dafür brauche ich einiges ja, wie soll ich es nennen? Stoff kann man nicht sagen. Ist ja kein an Material, genau. Ja, mehr dazu dann noch in einem extra und speziellen Video, wenn es soweit ist. Das dauert aber noch ein bisschen, da ich auch noch was anderes brauche und das werde ich mir wahrscheinlich im Internet bestellen. Noch dazu, genau. Ja, und eigentlich hatte ich wie schon länger immer morgen vor, dann wieder ein Video für euch unterwegs zu drehen. Aber ich habe mir überlegt, ich lasse das vielleicht jetzt mal. Erstens, ja, hält es mich doch immer recht auf und der ganze Einkauf und das Unterwegssein dauert dadurch deutlich länger. Zweitens, in der Kälte ist es auch schwierig.
Da ich ja dann meistens ohne Handschuh filme, dann bekomme ich schnell kalte Hände. Und drittens habe ich ja noch Videos für euch vorgedreht. Ja, die sind ja eh schon nicht mehr aktuell und deswegen sollte ich die dann besser, ja, so schnell als möglich erstmal hochladen, bevor ich dauernd noch so aktuelle Zwischenvideos hochlade. Oder? Was meint ihr dazu? Ja, denke ich doch mal. Ja, deswegen werde ich es dieses Mal vielleicht lassen. Mal schauen. Jo, dann soll es das jetzt gewesen sein. Dann wünsche ich euch allen noch einen möglichst schneefreien Tag, obwohl Schnee ja schon schön ist, ne, zum Anschauen, solange man nicht raus muss. Und ich muss heute nicht raus, erfreulicherweise. Ja, lasst es euch gut gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.